So, und damit heiße ich euch herzlich willkommen zurück zu Let's Play Jack and Dexter, The Precursor Legacy. Im letzten Part haben wir den Sumpf noch abgeschlossen und haben Claw besiegt, wie wir es hier sehen. Und jetzt cruisen wir hier durch den Gebirgspass gleich. Hi! Ja, das wollen wir natürlich verhindern, dass alles aus ist. Scheiße. Da hätte ich mitjumpen sollen. War schon. Egal, fahren wir halt mal unten rum und die restlichen 100% in dem Gebiet später, weil es ja eh noch nicht geht. So muss das. Erstmal gegen Baum crashen. Das ist natürlich immer gut. Und feuer die Bombe rein. Verdammt. Komm, Jack. Let's go. Dann cruisen wir halt nochmal da lang. Ich wollte das blaue Eco einfach haben. Es ist blau, versteht ihr? So wie ich manchmal. Hey, den hätte ich ja fast gekriegt, ey. Boah. Premium Move einfach. Voll gegen Baum crashen. Schon wieder. War da gerade ein Lurker? Hat es nicht gerade einer von denen? Und voll die Speerfliege verpennt. Egal. Da war eine Ego-Öffnung. Die kriegt man erst später. Das war scheiße knapp. Das war legendary. Das war so richtig legendary. Alter, dieser Sound immer. Jedes Mal, wenn man hier durchfährt und die mitnimmt, alle. Und nicht abstürzt wie ich. Ich bin einfach ein Talent, wenn es um sowas geht. Das merkt man ja natürlich. Ja. Machen wir halt nochmal von vorne. Jetzt können wir es nicht so gut wie. Die Lurker können ja nichts. Fliegt dem hinterher. Das ist ja schon so behindert. Ich hab den Fall getroffen, Spiel, was soll das? Ich hab den One-Hit gemacht. Baum. Wer hat den da hingestellt? Warum wächst der da, ey? Warum ist der da gewachsen, wenn ich da langfahren muss, ey? Ey, da unten, da stehen die. Egal, jetzt können wir die Spähfliege hier mitnehmen, wenn ich sie krieg. Ach, natürlich kriege ich sie. Ich meine, guckt mich doch an, wie ich gut bin, nicht? Ein bisschen loben muss ich mich auch. Und jetzt geht's wieder los. Voll drüber. Die kann ich später holen. Erstmal Späf. Die nächste Energiezelle meine ich. Na gut, Späflieger Energiezelle ist ja sehr im Prinzip. Jo, und tschüss. Ja, Dexter, sei ruhig. Juck keinen. An die Lurker. Zoom, zoom. Okay. Ich will noch mal ein bisschen zurück, ein paar. Für den Orbs holen. Obwohl, ne, das mache ich später. Erstmal zum Tor des Blauen. War das jetzt der Gelbe oder der Rote? Ich glaube, der Rote war es jetzt. Egal. Auf jeden Fall zum Labor des Weisen hier. Der hat bestimmt auch eine Party gefeiert. Den Rest holen wir uns später, weil ich komme ja jetzt eh noch nicht wirklich weiter dann. Und wir sind im Vulkankrater. Und hab. Ich habe schon eine Spähfliege, wo war die? Da war sie. Du kannst dich nicht vor mir verstecken. Und los.
Obwohl. Nee, ich glaube, da muss ich ausmachen. Egal, auf zum Labor. Sieht sehr cool aus hier alles. Und wir kommen rein. Da sehen wir. Und wir machen das Portal an. Ich frage mich jedes Mal, ob ich noch in einem Stück aus diesen Dingern rauskomme. Heilige Jakau, das Labor des Roten Weisen sieht ja noch schlimmer aus als das des Blauen. Tja, sieht so aus, als hätte hier ein Kampf stattgefunden. Ich würde es nicht gerade einen Kampf nennen, oder Schwesterherz? Gewiss nicht. Der Rote Weise hat so schnell aufgegeben. Hat keinen Spaß gemacht. Goal! Bist du das? Bist jetzt wohl völlig übergeschnappt, was? Und Maya, hab ich dir nicht gesagt, das dunkle Echo würde euch beide verändern? Ach, nie glaubt jemand dem alten Samos. Was habt ihr beiden mit dem Blauen und dem Roten Weißen gemacht? Mach dir keine Sorgen um deine bunten Freunde, du alter Narr. Sie sind völlig sicher in unserer Zitadelle, unsere Ehrengäste. Sie sind so liebenswürdig, uns zu helfen bei einem kleinen Projekt. Du hattest Unrecht, Samos. Man kann das dunkle Echo kontrollieren. Wir haben seine Geheimnisse gelüftet und können nun die Welt nach unseren Wünschen neu gestalten. Du kannst das dunkle Echo nicht einfach so kontrollieren. Sogar die Precursor. Bis jetzt mussten wir uns mit dem bisschen Echo zufrieden geben, das wir an der Erdoberfläche finden konnten. Aber bald haben wir Zugang zu den riesigen Lagern von dunklem Echo tief unter der Erde. Nicht die Silos. Doch, die Eco-Stationen. Wir werden sie öffnen und das dunkle Echo der ganzen Welt wird uns gehören. Aber das ist unmöglich. Nur ein Precursor-Roboter. Ach, reg dich nicht so auf, Samus. Mit dir haben wir noch große Pläne. Moment mal! Das war Goal? Derselbe Goal, der mich zurückverwandeln soll? Goal ist der Kerl, der uns töten will? Ich bin erledigt. Wir sind vielleicht alle erledigt. Wenn sie die Silos öffnen, wird das dunkle Echo alles verderben und zerstören, was damit in Berührung kommt. Wir müssen einfach ihre Zitadelle erreichen, um sie aufzuhalten. Der schnellste Weg dorthin führt durch das Lavarohr am Grund dieses Kraters. Mit ein paar weiteren Energiezellen müsst ihr euch das Hitzeschild des Zoomers sicher über die Lava bringen. In Ordnung, mein Junge. Tu, was du kannst. Nimm die Flohquaste mit und sammle noch mehr Energiezellen. Okay. Okay, reden wir mal mit Samus noch. Ach du heiliges Echo. In den Spinnenhöhlen scheinen sich eine ganze Menge Lurker zu befinden. Toll. Hört sich ja richtig gemütlich an. Lass mich raten. Es gibt Spinnen in den Spinnenhöhlen. Richtig? Natürlich gibt es Spinnen in Spinnenhöhlen. Aber das ist euer kleinstes Problem. Die Lurker sind hinter Kristallen aus konzentriertem dunklen Echo her. Ihr müsst die Kristalle zerstören, bevor diese Monster sie in die Finger bekommen. Na los jetzt! Oh, da sind Lurker-Truppen in den Bergen. Wir müssen die anderen Weisen retten. Okay, dann machen wir dann noch mit Kira. Hey Jungs, sammelt weiter Energiezellen. Ihr braucht sie, um weiter nach Norden zu reisen. Sehr informativ. Durchaus, müsste ja schon fast lang mit meinen Energiezellen. Ja, hier bin ich richtig. So, dann gehe ich mal. Ja, komm, ich gehe hier lang. Und gehe zum der Statue, zu dem Oracle. Ja. So, Nummer 2. Der will ja 120. Sucht das reine Licht, denn in seiner Flamme ruhen die Antworten. Verdient meine Energiezellen, indem ihr mir 120 Precursor-Orbs für jede davon darbringt. Ja, mache ich. Ihr habt euch eine weitere Energiezelle verdient. Und die nächste bitte. Erhaltet ihr eine Energiezelle als Belohnung. Dexter dance nur ein bisschen dumm.
Aber okay. So, das Orakel haben wir blind gemacht. Ist okay. Yeah. Und jetzt. Yeah. Ja, das macht mir Spaß. Geh mal hier lang. Hier ist noch eine Spähfliege. Du kannst dich nicht vor mir verstecken. Und dann reden wir mit den Jungs mal. Hey Gordy, ich denke, wir haben Besuch. Du denkst, Willard? Tachchen, Freunde. Auf der Durchreise, ja wir auch. Tja, wir müssen weiter. Nichts zu sehen hier. Ich dachte, das sei ein unbezahlbarer Edelstein. Willard! Eigentlich wollen wir Energiezellen, keine Edelsteine. Wir haben 4 Stück davon, wollt ihr sie? Was euch das Spatzenhirn hier sagen will, ist, dass wir vielleicht ein paar Energiezellen übrig haben und uns vielleicht davon trennen könnten. Für 90 Orbs pro Zelle. Wo habe ich das bloß schon mal gehört? Hey, wie wollt ihr beiden Genies diesen Riesenedelstein eigentlich hier wegbekommen? Tja, Schlaumeier, wir haben noch 12 Jahre Graben vor uns, um uns was einfallen zu lassen. Gordy, würde es nicht schneller gehen, wenn du mitgräbst? Willard sagt ja schon was Richtiges. Ach, schon gut, ihr habt ja eine Energiezelle für eure Orbs. Danke. Heißt, ihr habt noch 3 Stück. Die will ich auch noch, aber ich habe keine Orbs mehr dafür. Dann hauen wir mal hier ab. Und die geben mir keine mehr, die Wichser. Und Jack regt sich dann tierisch auf. So wie ich immer, wenn ich COD spiele und sterbe. Ich habe die Gondel wieder aktiviert. Sie kann euch ins Schneegebirge bringen. Benutzt sie, wann ihr wollt. Okay, ich will jetzt. Hier unten ist mir zu heiß. Wundert mich, dass Jack nicht anfängt zu schwitzen oder so, ob jemand davon anfängt zu schwitzen. Ich meine, ein Vulkankrater ist ihm vielleicht. Aber nur vielleicht und unter bestimmten Umständen. Wenn man die Konstellation von Mond und Sonne bedenkt, könnte es warm sein. Unter Umständen sogar richtig heiß. Nichts wird halt arschkalt. Und wir sind im Schneegebirge. Und da sind schon Lager, die mich richtig abfacken. Die einfach so random aus dem Schnee kommen. Und nichts können. Die können sie genauso viel wie die anderen auch. Ich glaube, die spawnen dauerhaft. Ich gucke erstmal hier runter. Weil hier eine Spähfliege war. Das letzte Mal, wo ich das Spiel hier auf 100% gespielt habe, haben mir ein paar Precursor-Ops gefehlt. Und ich bin das ganze Gebiet abgerannt und habe die gesucht. Am Schluss waren sie so traurig, einfach versteckt. Und ich habe sie nicht gefunden. Und das ist mein nächster Gegner. Mein nächster Freund. Tschüss. Das ist ein normaler Lurker. Hey. Ja, die Bahn von den Dingern ist manchmal gewöhnungsbedürftig. Der rückt wieder schön an mir vorbei, finde ich gut. Schnell hier über das Kraftfeld drüber. Boah, ich lebe gefährlich, merke ich gerade wieder. Gucken wir mal nach hinten. Ob ich da. Ja, ich glaube, da brauchte ich rotes Ego für. Und die kleinen Viecher. Stirb. Ja. Jetzt. Ja. Snowball. Rotes Ego bitte. Jetzt kriegt er einfach das Maul. Pow. Der hört schon mal auf hier zu graben. Ging es hier irgendwie runter? Ich bin mir. Nee. Sieht nicht so aus, als ob hier irgendwo runter ging. Also nach hinten. Nach hinten.
Oh, yay. Random runterspringen und überleben. Komisch. Wollte ich mehr Kraft durch das Rote Ego habe, kriege ich die Kisten trotzdem nicht auf. Ich weiß gar nicht, ob ich hier lang muss. Auf jeden Fall war hier, glaube ich, was. Ich dächte, hier war was. Etwas, wofür ich rotes Ego brauche. Oh nö. Geh weg. Hallo Lurker. Pow. Ich glaube, ja, das, was ich für den Gebirgspass und so brauche, das war, glaube ich, richtig hinter 40 versteckt. Aber nicht. Nein. Schluss. Und dann heißt halt wieder zurück. Ihr seht ja, hier sind ein paar. Haltet die letzte Lurker-Gletscher-Gruppe auf. Deaktiviere die Precursor-Blocker und befreien sie diese 7 Spähfliegen. Bla bla bla. Pow. Bam. Pow. And wow. Wow, ich kann mir fast wieder eine Energiezelle leisten. Gab's hier ein paar Orbs für mich? Halt mal. Gucken. Hier war nix für mich. Okay. Dann springe ich halt hier hoch. Und guck, nämlich da sind welche. Du lässt mich schön in Ruhe. Ah, So ging das hier zurück. Nee, da gehe ich noch nicht lang. Zeige ich mich nicht ein. Dann rush ich hier rum. Okay. Die Brücke ist schön rutschig. Ich glaube, ich musste hier hinten rum. Wenn ich mich nicht falsch erinnere. Was oft natürlich der verdammte Fuck-Fall ist. Scheiße. Autsch. Nein, jetzt geht das Spiel los, dass ich treffen muss. Sowieso. Oh nö, oh nö. Ich hätte einen zweiten. Ich weiß, Dexter. Nee, ihr kriegt mich niemals. Oh. Ihr kriegt mich nicht. Ja. Hier war das nerviger. Das sieht auch gar nicht falsch aus hier. Wie die Dinger hier rausfahren halt. Kann man gar nicht falsch verstehen. Überhaupt nicht. Nö. So, hier bin ich noch safe. Gucken. Wow. Nee, nee, nee. Oh, Dex. Jack. Hier kann ich erstmal stehen bleiben. Kurz. Und dann müsste ich... Eigentlich fast geschafft. Ja, ich hab's geschafft. So, Voraussetzung für den Gebirgspass gefunden. Oh, und für den Rest von dem Gebiet hier. Wie man es schon sieht. Jetzt haben wir alle... Hä? What the fuck was that sound? Hier rum. Konnte ich hier? Ah, das leite ich einfach runter. Okay. Wundert mich, dass ich das so gut hingekriegt habe. Aber ich bin einfach mal ruhig, wenn ich das Bett habe.
du kleines Vieh, du nervst mich nicht. So, Spähflieger, dankeschön, dankeschön. Da müssen wir auch noch rein. Lecker, pow. Hier muss irgendwo rotes Eco dann sein. In den Kisten ist es nämlich nicht. Tja, du fuckst mich einfach nicht ab. Wenn er schon so... Oh nö. Ja, ich wusste, warum es nervig ist. Na ja, jetzt kriegt er erstmal aufs Maul. Energiezelle, yay! Okay, das war jetzt übertrieben, dumm und nicht begeistert. Aber hey, Energiezelle. Freut mich auf jeden Fall. Ich glaube, wir könnten schon weiter ins nächste Gebiet. Also den Lava... das Lava-Rohr durchfliegen. Kalt hier draußen. Ja, finde ich auch. Und... ja. Die drei Lagergletscher drüben. Finde den gelben Öffnungsschalter. Wurde erledigt. So. Eco-Blocker. Drüber... kotzen. Next one, oder letzter hier. So. Erlauben wir zu folgen. Ja, Verfolgungswahn. Ja, da komme ich dann mit dem gelben Echo lang. Da gehe ich einfach wieder zurück zum Anfang, wenn ich zurück zum Anfang latsch. Gehe ich da einfach mal locker easy lang. Und hier unten drunter sieht man was. Ein paar Precursor-Sachen. Dann geht's mal hier rum, würde ich sagen. Weil ich habe vergessen, was hier war. Deswegen will ich das nochmal wissen. Ich weiß schon wieder, was es war. Es war nervig. Nämlich hier alles lang springen. Mit meinem Flüt-Flüt. Da flat flat. Next one. Mit seinem Flatterflug. So. Die da hinten. Nein! Nochmal von vorne. Das könnte jetzt ein bisschen dauern. Unter Umständen. Wenn ich mich richtig blöd anstelle. So wie immer. Nee, bis jetzt stelle ich mich ja halbwegs gut an noch. Ich meine, ich habe wenig Tode im Verhältnis. Da könnte man eigentlich auch mal einen Death-Counter draus machen. Und that was fucking close. Hier wird es mich dann nerven, wenn ich sterbe. Einfach mal durchrushen. Mein Herz, ich bin unter Zeitdruck und geschafft. Und verdammt, ich wollte eigentlich den Schalter gleich öffnen, aber muss ja die Animation kommen. Und die Festung ist offen. Sowas. Da kommt's Tor. Und konnte ich einfach so? Ja, ich konnte einfach so. Ja, das heißt, wir haben, ja, öffnen das Tor des Lurker-Forts. Und es ist dunkel. Und da ist noch ein Eco-Blocker. Ich weiß gar nicht, ob das mit Bedingungen ist eigentlich für das dunkle Eco oder das ist... Ist da schon? Ach du Scheiße, da hinten wird's wieder nervig. Dass das dunkle Eco blockiert bleibt halt, weil sonst... wenn es ja keine Eco-Blocker und so, oder? Zack. Don't you fucking touch me. Don't touch me. Er hat mich berührt. Hast du jetzt davon?
Niemand fasst mich ungestraft an. Oh nö, oh nö. Tot. Mist. Der Lurker erstmal. Ich lauf los. Halt, da ist ja jemand. Pow. In your face. Nö. Ach, ich häng ein bisschen ab, okay. Jetzt nicht mehr. Ich will den jetzt aktivieren noch. Pow. Zack, zack. Ein bisschen Slow-Mo machen. Och man. Ah, wie oft ich einfach schon wieder sterbe. Ist nicht mehr feierlich. Shit, shit! Nee, nee, nee! Bam! Komm, jetzt aber! Wow, ich hätte mal vorsichtig machen sollen. Erstmal noch die Precursor-Ops hier sammeln. Das Vieh lässt mich ja eh nicht in Ruhe. Ich würde ja gerne mal wissen, wie die alle heißen, so die Lurker. Ob die müssen ja eigentlich spezielle Namen nochmal an sich haben. Finde ich jetzt persönlich jetzt so. Energiezelle. Yeah. Bam. Und da sind wir schon bei Nummer 76. Noch 24. Oder etwa nicht. Da bin ich so blöd in Mathe. Nein, Spaß. Ja, das war so ein Ding, was mir nicht gefallen sollte. Die nervigen kleinen Viecher. Egal, die Energiezelle ist mir. It's mine. So, wenn das Speichern fertig ist, gucke ich mal, fehlen noch Spiel. Was ist dunkel hier drin? Jo. Speicher schneller, okay. Auch 3 Stück fehlen, okay. Und die ganzen Orbs. Natürlich. Und ich komme hier raus. Läuft auf jeden Fall. Ab in die Festung. Ich sag immer Festung, obwohl es vor ist. Egal! Ja. Rumklettern, rumklettern. Ich habe nämlich schon wieder eine Spähfliege. Hi Lurker. Tschüss Lurker. Da lang gehen. Zumindest bis zu dem, in Anführungszeichen, Safe Point will ich kommen. Hep. Oh, Jump. Komm, Jack. Komm. Ja. Zack. Au. Bevor du mich umbringst, dir will ich den Checkpoint. Du nicht, mein Freund. Und zack. Ha, Profi-Move. Nicht Spaß. Hep. Das war jetzt knapp. Und da gab es einen Frame-Abbruch immer bei mir selbst. Den hat man wahrscheinlich gesehen. Denke ich.
was heißt eigentlich Frame-Abbruch, Einbruch? Her damit! Ups, dumm. Dumm. Durchquere das Lager vor. Hops. Dann gehe ich, wenn ich die hier oben habe und die ganzen Orbs hier unten, die verteilt sind, gehe ich nochmal schnell das Vor durch. Und guck, dass ich nichts vergessen habe. Wie sie schon rumbrüllen. Und runter. Habe ich... Verdammt, eins fehlt. Egal. Nehmen wir die erstmal. Du nicht, mein Freund. So. Gut. Gut, die gut. Ups. Und rauf hier. Verdammt. Und schnell runter. Obwohl auf dem... Verdammt. Egal. Komm ich da auf dieses komische Dach drauf? Bin mir gerade unsicher. Nee, ich glaube, da war noch was. Ich glaube, da... Ah, Kamera! Da muss ich drauf kommen. Wenn man richtig gucken will, da kommt man das auf. Die Nummer 5. Sofort durchqueren nochmal. Denkst du, du bist cool? Ich hab mich einmal getroffen. Ja gut, jetzt muss ich noch zwei Stück finden. Da könnte noch was sein, weil da ist noch eine Spähfliege. Den nehme ich mit. Irgendwo war, glaube ich, nämlich noch was Nerviges. Und auf jeden Fall hab's. Jack. Yes. Damn it. Und das Leiden. Guter Move, Jack. Richtig guter Move. So. Okay, hier war ich. Dann gehe ich halt doch so zum Spawn. Zum Spawn sage ich zum Anfang zurück. Geh mal erstmal falsch rum. So, das ist nämlich die letzte Spähfliege. Yes. Das ist schon mal gut. Und dann ein schmaler Weg, damit nicht gefällt. Und da war die letzte. Na gut. Rampage! Okay. Randale einfach machen. Oh, Jack, du machst mir... Du bringst mich noch ins Grab. So wie du mich erschreckst immer. Dann müssten meine Energiezellen alle haben. Es haben mir nur zwei gefehlt mit der Spähfliege. Ja. Da müssten die letzten Orbs sein. Schätze ich mal. Hoffe ich mal. Nee. Obwohl. Nee, waren die letzten dann. Dann hätten wir das Schneegebirge schon mal abgeschlossen. Gott sei Dank. Das letzte Mal hat mir bei diesen Orbs hier gefehlt. Ja, Schneegebirge 100%. Abhaken.
Okay, die spawnen auch einfach mal so. Dann begeben wir uns gerade noch in den Vulkankrater. Lass mich rein. Und tschüss. Und tschüss, Mann. So. Und runter. So. Und damit würde ich sagen, hier erstmal Schluss. Und es gibt einen Cut, einen kurzen. Und dann würde ich sagen, wie immer, wenn es gefallen hat, lasst mir doch einen Daumen nach oben, ein Abo da, Kommi da. Würde mich freuen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao.